Oh nein! Wir haben letztens mit David darüber diskutiert und ihm gesagt, ja komm, sag mir, was du für ein Instagram hast, bei deinen Bildern und deine Metadaten. Und ich sage dir, was auf diesen Fotos zu sehen ist. Der hat mir fleissig geholfen, in einem Kommentar, das lasse ich sicher einfließen. Und ich werde jetzt das erste Histogramm probieren zu erraten. Es hat gesamthaft 10 und ich glaube, so, wenn ich eins von 10 könnte erraten, wäre das schon mal nicht so schlecht. David hat mit der Canon EOS 6D fotografiert. Wir haben im Histogramm selber nicht wirklich viele Informationen im Mittelbereich und rechts, wo die Lichter sind. Und dafür links hat es einen Peak, wo heisst, im dunklen Bereich hat es viele Informationen. Es sind im schwarzen und im tiefen Bereich. Und zudem ist der Peak vom Blau, der noch ein bisschen höher aufgeht. Also vermute ich, wie schon andere User eigentlich auch, dass das ein Sternenhimmel ist. Sternenhimmel mit so einem blauen Schimmer, blaues Licht noch so ein bisschen, das abendliche bläuliche Licht halt so. Ja. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Es ist ein Nachtbild, es hat aber keine Sterne. Es hat zwei Bäume, die noch beleuchtet sind mit so LED-Lights. Es hat Schnee. Es ist bläulich, der Himmel, aber nicht ganz getroffen. Es geht in die Richtung, aber ich glaube, es ist nicht getroffen. Dann Histogramm 2, Nikon D90 fotografiert worden. Ja, also hier sehen wir, es ist mit einem Teleobjektiv fotografiert worden. ISO 400, denke ich, durch den Tag. Es hat auch keine Sonne gehabt. Sonst wäre im hellen Bereich, habe ich das Gefühl, mehr Lichter. Also wird dort mehr Kurve mehr hochgehen rechts. Blende F10. Es haben schon ein paar User geschrieben, es könnte Richtung Tierfotografie gehen. Ich tippe auf eine Ente mit einer leichten rot-orangeligen Federn. Aber es hat auch noch Blauton, es könnte auch noch so wie Wasser sein. Oder ein Vogel, aber ich glaube eine Ente. Und er hat eine Ente fotografiert mit einem Teleobjektiv, Blende F10. Ja, die wird ziemlich scharf sein, die Ente. Oh nein! Das ist keine Ente. Er hat den Mond fotografiert. Oh shit, bin ich schlecht. Können wir noch schnell schauen? Hat jemand in den User das geschrieben? Bild Nummer 2. Ausgewogenes Bild, helle Zoom-Tieraufnahme, rötlich, könnte zur goldenen Stunde sein. Ja. Nächstes Instagram hat er mit der Nikon D7500 fotografiert. Ich bin schon fast ein bisschen demotiviert nach 3 Mal. Falsch tippen, ist sehr, sehr schwierig. Das muss ein Bild am Tag sein, weil eine 4000. Sekunde sonst fotografieren wird echt schwierig in der Nacht. Die Belichtung der Mitteltöne sind sehr, hat viele Informationen, in den dunklen und in den hellen Bereichen nicht so viel. Also es muss recht ein Ehrgefühl, es muss recht ein ausgewogenes Bild sein. Es könnte so eine Morgenstimmung sein. Nein, es kann so nicht sein, es wäre leicht. Ein Baum. Es könnte ein Baum sein. Viele Informationen mit über dich. Etwas Grünes, Rasen, Grün. Eine Rasenfläche mit einem Baum drauf. Was haben die User so getippt? Sonnenuntergang oder Makroaufnahme? Sportmässig nicht. Ich tippe auf einen Baum in der Landschaft. Oh, es ist grün. Es ist ein schönes Makrobild vom Rasen. Mit Regentröpfchen. Es ist so ein bisschen in die Richtung gegangen, aber der eine oder andere User hat so etwas getippt. Nicht schlecht. Mit der Nikon Z6 fotografiert worden. Wow. Das sind ein bisschen verwirrende Zahlen. ISO 2800. Dann ein Super Tele. Blende 5.3. Also muss es unhell gewesen sein. Da verwirrt er mich jetzt ein bisschen. Was hat er da fotografiert? David, was hast du da fotografiert? Hä? Wieso geht er mit ISO? Das muss ja stockfest. Nein, das kann nicht. Wieso nimmt er die Einstellung? ISO 2800 macht das Bild hell. Auch 8000. Sekunde macht es wieder dunkel. Ja, das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Nummer 4. Was hat die User geschrieben? Ausgewogenes Landschaftsbild. Beim Bild 4 ist ganz klar ein Himmel zu sehen. Matthias Thomas hat konkret geschrieben, 4 ist Rigi vom Zugersee her. Also wenn du das richtig tipptest, dann kommst du etwas von mir rüber. Boah, schwierig. Und die Information im Histogramm selber, es hat nicht viel dunkle und es hat nicht viel helle Bereiche. Wenn es helle sind, dann sind sie ein bisschen bläulich. Der Mittelbereich ist so ein bisschen orange. Es ist ein Vogel.
Vogel. Für so einen gräulichen Hintergrund. Keine Ahnung. 210 mm, was fotografierst du da, David? Es ist keine Tierfotografie, sagen das mal Vogel. Also, Vogel. Können wir schauen. Instagram Nummer 4. Schauen wir, ob da David einen Vogel hat. Fotografieren. Ja! Es ist eine Ente! Es ist eine Ente. Er zählt es. Ich habe gesagt, es ist ein Vogel und jetzt ist es eine Ente. Ich kenne mich nicht so gut mit Tieren aus, aber ein Vogel könnte auch eine Ente sein. Aber es mit den Blautönen, mit den Gelb-Orange-Tönen. Es hat nicht schlecht gestimmt. Es ist nicht ganz getroffen, aber es ist nach dran, David. Was findest du? Was findet ihr? Hat der David mit der Nikon Z6 fotografiert. Jetzt nicht viel Information in den tiefen Bereichen, also im Schwarz und im Licht. Weiß Bereich hat es auch nicht viel Informationen. Wobei so ein bisschen im Hau ist so ein bisschen die Bläule rausragt. Was hat die User gesagt zu diesem Bild? Nummer 5, Dämmerung, Landschaftsaufnahme, eventuell blaue Stunde. Ich habe jetzt das Gefühl, das ist eine Detailaufnahme. Ich vermute jetzt, das ist so ein Detailfoto, wo so eine Blume im Vordergrund ist. Blume im Vordergrund und hinten so ein bisschen bläulich. Bläuliches Dämmerungslicht, ein bisschen Nebel. Und die Blume ist aber so ein bisschen farbig, orange und gelb. Gehen wir mal schauen, was der David da dazu meint. Puh! Instagram Nummer 5 ist völlig in die Hose, völlig in die Hose. Wir haben auch Musiker on stage mit einem blauen Scheinwerferlicht, das von hinten kommt. Und das ein bisschen rot und gelb kommt noch so ein bisschen auf die Bühne und ist so ein bisschen auf der Gitarre reflektierend. Schauen wir mal noch weiter. Also schauen wir Histogramm Nummer 6 an. Das ist mit dem Huawei Smartphone fotografiert worden. Wir sehen, dass in den dunklen Bereichen wenig Informationen rum sind. Wenn sie rum sind, sind sie ein bisschen gelblich und blaulastig. Im Mittelbereich auch nicht viel. Und dann geht es gegen rechts. Also in die Lichter geht es rauf. Ich habe das Gefühl, es reißt sogar aus. Also irgendetwas Blaues reißt völlig aus. Und allgemein ist es sehr ein helles Bild. Ich kann auch zu den User-Kommentaren lesen, was dir so geschrieben hat. Ins Licht gehalten und einen Blitz aufgenommen, vermutlich Birne. Ah, der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht. Vor allem ist der vom Orkan. Orkan hat das recht ausführlich, jedes Histogramm recht ausführlich angeschaut. Der hat sich Zeit genommen. Merci vielmals Orkan. Zimmerpflanzen. Von Nicola Lutz. Ich vermute, es könnte eine Birne sein, wo bis immer die Dilli hängt. Ja, komm, eine Birne. Probieren wir mal das anzuschauen. Also, da sind wir voll daneben gewesen. Schnee. Genau. Also, das habe ich nicht gedacht. Es hat Schnee im Hintergrund. Da darf ich auch seine Ski fotografieren mit dem Smartphone. So ein Schnappschuss. Es war auch langweilig auf dem Gondeli. Es hat ein bisschen Schatten, der ein bisschen dunkler ist. Genau, das ist das Blau, das dort aufpoppt wieder. Sonst ist recht alles hell. Es ist Schnee. Wieso bin ich auf Schnee gekommen? Histogramm Nummer 7 hat der David mit der Nikon D7500 fotografiert. 30 Sekunden hat er belichtet. 30 Sekunden. Oh, David. Stockfeister, eine Landschaftsaufnahme. Oder diese Stadt, Auto. Wieso hat der Blende 7.1? Es muss eine Stadt oder Landschaft sein. Irgendeine Langzeitbelichtung. Es gibt überall Informationen. So dunkel ist es eben gleich auch nicht. Die Daten, die verloren gegangen sind, sieht man ganz links. Der Peak, der auch oben ausreißt, der Rotbereich. Jetzt ist es ein bisschen rötlicher etwas. Instagram Nummer 7 ist eine Langzeitbelichtung in der Stadt. Vielleicht noch Autos, die verschwommen vordurchfahren und so Lichttrails. Sehr schönes Foto. Aber ich war voll daneben. Es sieht auch schön aus dort im Vordergrund, das Verwischen, nicht das Wasser. Die Wolken, die sie gezogen und leicht ein Schlier gefallen. Das gefällt mir jetzt am besten. Weiter geht's. Histogramm Nummer 8 hat David mit einer Nikon D90 fotografiert. Im Hauptbereich haben wir nicht wenig Informationen. ISO könnte durch den Tag sein, wieso aber auch 20. Sekunden. Ja, es sind viele Informationen im linken, im dunkleren Bereich. Es könnte das Landschaftsfoto wieder mit Schnee sein, aber dunkel. Was haben die anderen so gesagt? Hier raus. Ich gehe mal schauen. Da. 8, ähnlich wie Aufnahme 7, dunkle Umgebung, Nacht- oder Abendaufnahme. Goldene Stunde am See oder Meer. Abendrot, der Matthias. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Abendrot. Ein Sonnenuntergang. Komm, das ist ein.
Eine Sonnenuntergangsstimmung. David, ich glaube, Histogramm Nummer 8 ist eine Sonnenuntergangsstimmung. Ah, schon wieder hat er mich verwünscht. Ich glaube, das ist Infrarot aufgenommen worden. Schlitzohr. So ein Schlingel. Der hat er mich getäuscht. Völlig hat er mich da getäuscht. Ich glaube, der hat er die Nikon D90 hat er auch umgebaut für Infrarot. Canon PowerShot Zoom. Das Histogramm zeigt uns keine Hauptinformationen, es hat nur Farbinformationen da. Die sind eher im mittleren und im hellen Bereich. Und es sind rechte Peaks, das sieht so aus. Kann ich bei den Kommentaren lesen. Helles, konzentriertes Licht mit geteilten Spektren. Genau, eventuell zwei unterschiedliche Lichtquellen, Himmel oder Gegenlicht. Der Graf von Wollerau, der sagt, Bild Nummer 9 ist definitiv im Nebel aufgenommen. Das bildet null Kontrast. Also, ich behaupte, das ist jetzt Risiko. Weil ich weiss, der David ist so ein bisschen Clown manchmal. Es ist ein Foto von einem Screen, haben wir nachher gezoomt, so ein bisschen Makro, wo man die LEDs sieht, das Rot, Grün und Blau. Also irgendetwas reflektierendes Haus, eine Sonne, die rein, auf einem Spiegel reinbricht. Oder, schwierig. Das ist schwierig. Also mein Final-Tipp dazu. Er hat auf einer CD fotografiert. Eine CD. Und die Sonne ist auf die CD reingebrochen und hat das Licht und die Farbe lassen splittern. Und er ist nach Hause gegangen. Es ist hell. Scheiße. Er hat einen Gleitschirmflüger fotografiert. Scheiße. Blau im Hintergrund. Ein bisschen orange im Gleitschirm. Und das Blaue ist das Helle, ja. Shit, da habe ich mich wirklich täuschen. Schlecht. Jetzt kommen wir noch zum letzten. Instagram Nummer 10. Der David hat mit der Sony RX100 Version 3 fotografiert. Also es wird auch durch den Tag sein. Aber auch wieder ein bisschen das Blau raussticht. Also es müsste gleich so ein bisschen. Der Hintergrund wird auch blau hell sein. Also viele verschiedene Blau und Orange stehen so mittelwert. David, du hast das fotografiert, du weißt doch nicht. Ich muss mal heute die User-Kommentare anschauen. Ausgewogene Aufnahmemittel bis schlechte Lichtverhältnisse, Landschaftsaufnahme am Abend oder Porträt im Raum. Stimmt, der David hat noch kein Porträt gepostet. Das Porträtfoto von David. Das ist so ein, vielleicht ein dunkelblauer Pullover an. Dann habe ich das gefunden, das ist es. Scheiße. Schon wieder ein Landschaftsbild. David, ja, gemeint, du hast mindestens ein Porträt da. Also, das ist ein schönes Bild. Sehr schönes Bild hier. Landschaftsaufnahmen, viel grün im Vordergrund, so grün-braun. Himmel ist wieder blau. Dunkle Bereiche dort bei den Bergen, ist wieder das dunkle Blau, das man hier sieht. Schlussfazit von dieser Histogram-Challenge, was kann man sagen? Ich habe meinen Mund ziemlich weit aufgerissen und bin auf die Schnur gefallen. Von 10 Mal Histogramm raten habe ich bin ich 9 Mal daneben gelegen, 9 Mal falsch gewesen. Und eins habe ich so ein bisschen erraten, ich sagte, es war ein Vogel, dabei war es ein Ente. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie unten in die Kommentare.